spiele, dann bin ich auch böse. Jetzt können wir praktisch die ganzen silbernen Schriftrollen machen. Normalerweise würde ich das alles überspringen und den Tribut trotzdem einsacken, aber ich möchte euch alles zeigen. Nein. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte. Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich. Erhöre mich. Für wen hält er jetzt sich hat man auch richtig krass gemerkt, wann die, nein, das praktisch nein, der Gott, sage ich mal, ich bezeichne ihn jetzt einfach mal Gott auf der Wolke dort, praktisch Herr, immer gute Ratschläge bezeichnet oder gibt, gute Ratschläge gibt. Und der Teufel gibt immer schlechte. Also böse, nicht schlechte, sondern einfach böse. Hey, das ist ein Huhn. Cool, das ist ein Huhn. Kann ich das töten? Ja, cool. Also die Frage ging jetzt nicht an mich, seid ihr jetzt zufrieden? Das war einfach barbarisch. Wir kriegen übrigens das. Wir haben jetzt nicht gerade weniger Tribute dadurch bekommen. Aber oh, wieso bist du so entsetzt? Ist mir schon wieder was ausgerutscht. Ich bin heute so ungeschickt. So, machen wir das auch nochmal. Oh, töten. Alle töten. Seht euch diese friedlichen Menschen an. Wunderbar. Wie sind die da überhaupt hingekommen, hä? Wir können ihren Freunden helfen, indem wir sie alle in das große Tal bringen. Ist das nicht schön? Ich krieg das noch hin. Ein Tal voller Menschen. Cool, du hast dir einen Nomaden geschnappt. Ja, Nomadenweitwurf, was? Gute Arbeit. Selten so gelacht. Ich werf's einfach mal rein. Verzeiht, Herr. Irgendwann treffe ich schon. Aber dieser Nomade ist im falschen Tal. Ohne Fleiß, na, da war kein Preis. Hervorragend. Okay. Der Nomade ist im richtigen Tal. Ja, das ist es. Ja, nicht ganz. Nein. Gut gemacht. Ach. Jammer nicht rum. Hey, das war richtig. Sehr gut. Hey. Was für eine Vergeudung von Menschenleben. Als guter Gott würde ich selbstverständlich die ganz normal hier reinsetzen und ganz vorsichtig praktisch sein. Hier haben wir noch die Statue von unserer Kreatur. Ihr habt alle gerettet. Da. Ihr habt 1000 Tribut erhalten. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ja, die überlegen, ich mache, ne? Oh nein, der Wasserfall ist blockiert. Da kommt die Schelle her. Was sollen wir nur tun? Es ist schrecklich. Keine Sorge. Wir überlegen uns was. Wurfgeschosse sind cool. Sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung. Hebt deinen Gegenstand auf, um ihn zu werfen. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus in die Richtung, in die du den Gegenstand werfen möchtest. Das war erst rein getroffen. Lass die Taste los, um den Gegenstand zu werfen. Ja, dickere Steine muss man natürlich weiterwerfen. Das war ein bisschen zu weit. Yay. Eigentlich habe ich gar nicht getroffen, aber ihr hättet. Schade. Okay.
Warum nicht? Warte, ich muss noch mal meine Markierung setzen. Der Wasserfall ist wieder frei. Hui. Dieses Land ist abgeschlossen, Herr. Klickt auf die goldene Schriftrolle auf dem Gipfel des Berges, um fortzufahren. Doch, ich kann den Stein erstmal einfach nicht greifen. Was, du humpelst? Ach, hier komm. Hab dich nicht so. Auch jemand ein bisschen Vieh. Du humpelst, ich erlöse dich von deinen Qualen. Sonst doch jemand. Die lasse ich mal, die beten mich an. Lebt noch wer? Hallo? Leben echt nur so wenig hier? War ja nicht oben noch irgendein Haus? Boah, was für ein Scheißwetter. Paar Tierchen, ja, die können wir mal leben lassen. Trotzdem, wie liebevoll gestaltet das hier alles ist. Ah, hier ist ein Haus. Wusste ich doch noch. Oh, tut mir leid. Ganz ehrlich, wie kommt die hier ordentlich hoch? Du musst doch da. Okay, also. Bis hierhin kann ich es noch akzeptieren. Den wird schwer hier runterzukommen. Weil dann hat er fast ausschließlich noch senkrechte Wände. Was böse ich doch nicht. Jetzt hat man das auch gesehen. Kommt so eine Wolke raus. So eine böse Wolke. Nette Wolken sind dann so grau bis hellgrau, bis blaugrau gekennzeichnet. Oder jetzt länger. Oder mehr. Nein, nicht blaugrau, sondern weiß eigentlich. Eigentlich ist es weiß, ja. Auf zum nächsten Land. Wollt ihr das Land? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Okay. Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Es passiert etwas Schreckliches. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hilfe. Hört ihr das? Wir das beten. Sind Gebete. Etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. Oh, Allmächtiger. Wir stehen vor der Stadt. Uns in der das Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Nicht alle. Nur so 99,8%. Unsere Stadt wird belagert. Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Dann könnt ihr die natürlich hier so reinwerfen. Aber die sterben sehr leicht. Also besonders hier sterben die sehr leicht. Die Azteken haben die Mauer eingenommen, was deinen Dorfbewohner wird. Normalerweise überleben sie die kleinen Truppen. Klaro. Und jetzt kann man hier praktisch noch so ein... Das ist ein Easter Egg. Wenn man das hier aufsammelt, kann man das auch noch reinpacken. Die brennenden Häuser schneiden. Jetzt habe ich gerade nur Männer genommen, also nehme ich jetzt nur Frauen. Setzt sie in dem Portal ab. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. Bumm. Das ist nicht möglich. Früher hat das so geleckt hier.
Was ist hier los? Was ist das für ein Grollen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual anzuhalten. Das ist nicht möglich. Und ihr habt gesehen, wie der Affe im vollkommen bösen und trainierten Zustand ist. 100% böse und wahrscheinlich so wie 80%. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Sag's den Falschen. Tja, blöd, ne? Das können wir auch. Was treiben diese verrückten Azteken da? Auf. Oh ja, die läuft. Keine Bewegungsanimation. Weg ist er. Hier. Finde ich auch cool, wie sie da oben kämpfen. Das gemacht haben. Ist eigentlich auch gar nicht möglich. Dann überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken. Wäre cool, wenn das im echten Spiel möglich wäre. Dass sie dann auf den Häusern kämpfen. Jo. Nochmal ein schöner Bug. Eigentlich nichts. Wir könnten diese Heuballen in oder möglichst viele mitzureißen, weil sie auch ausweichen. Mache ich das mal so abwechselnd. Und da sind sie aufgestiegen. Zünde die Heuballen damit an. Ja, da sind einige gestorben. Das sagst du. Oh nein! Noch ein Vulkan! Wir können niemanden mehr retten! Echt wahr. Mehr können wir nicht tun, Herr. Hm. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten. Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien jetzt sie, damit sie sich uns anschließen. Und wir haben 32 Minuten weg. Ich denke, heftig. Das hat noch Zeit. Echt heftig. Auf zu den Wikingern! Wird wahrscheinlich ein Part. Das ist der Typ mit der Bank. Seht, diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar. Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Und wir sind schon böse. 12,3%. Man kann es schaffen, dass man 0,0% böse ist. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk total ernähren gut könnt, behandelt. Herr, so, und ich möchte euch gleich den Typ mit der Bank zeigen, der noch hier unten ist. Müsste der nicht oben sein? Ja, der ist schon hier oben. Achte eine Morgendämmerung auf die Glühwürmchen, natürlich. Einfach mal durchgestochen. Nochmal! Der sagt übrigens zwei, drei verschiedene Dinge, deswegen bleibe ich noch mal kurz hier. Komisch. Niemand hier. Das ist so lustig. Nochmal, nochmal. Nein. Nicht jetzt. Sagt jetzt noch was anderes. Das wirst du noch bereuen, wenn ich dich erwische. Wir machen ihn so sauer.
Klickt auf die goldene Rolle. Augen rausreißen, den Hals stopfen und der ist so lustig. Ja, warum nicht? Ich finde, reiß ich dir die Augen raus und stopf sie das dir in den so Hals. Das ist so lustig. Nochmal, nochmal. Okay. Ja. Nein. Unsere ist jetzt schon größer. Indem wir ganz einfach nur ein Lagerhaus haben. Das wirst du noch bereuen, Mann. Komm, machen wir mal alles Schritt für Schritt. Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Ich hab lieber 6000. Die brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Die paar Bauern reichen völlig für dieses Winzfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Normalerweise würde ich jetzt... Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Bekehrte Brüter. Im Normalfall würde ich jetzt zum Beispiel... Ich mache es jetzt einfach nur nochmal hier als letzte Aktion, die ich als gut praktisch tue, um ganz einfach das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Mache ich zum Beispiel hier... Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Praktisch zum Weg hin, damit es ein bisschen beeindruckender ist. Oder hier so einen praktischen Kreisbogen. Hat man auch in meinem Playthrough gesehen. Also für die, die den geguckt haben, das dürfte ja alles bekannt sein, was ich für Aktionen mache. So, praktisch hier noch rein. Und hier. Und dann praktisch nutze ich noch einen Bug aus. Und zwar, damit es praktisch noch ein bisschen realistischer ist, mache ich praktisch noch hier einen Weg durch. Und schwupps. Einfach hier lang. Und dann praktisch nochmal hier. Und da. Klickt auf die goldene Rolle. Da kommt praktisch schon hier einen Weg durch. Ja. So, aber wie gesagt, die letzte Aktion ist jetzt als Kultur. Und mehr kommt hier nicht. Ich bin böse. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Ja, ja. Seht ihr das Körn auf dieser Statue? Sieht man das? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Richtig. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir genau zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Natürlich. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, jo, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden so diese sind. Jetzt können wir praktisch seht auch überall sie euch also Wege regelmäßig an. Und so weiter. Machen wir aber nicht. Wir klicken hier. Details drauf. Erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Oh ja. Ich hoffe, es stört euch. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich jetzt ab... Euer Volk braucht Häuser. Ich hoffe, es stört euch jetzt bewegt nicht, wenn ich immer sage, was praktisch gut sei wäre, wenn ich jetzt diese bösen Aktion mache. Wir brauchen die richtigen wer was dagegen hat, Futter, möchte ich es in die Kommentare schreiben. Armee wer was nicht dagegen hat, schreibt es auch in die Kommentare. Die also wenn das gut findet.
Und wenn ich gut wäre, würde ich diese Häuser jetzt ziemlich weit auseinander platzieren. Also so, dass die jetzt... praktisch, dass hier alle Gesichter grün sind. So, dass sie sich auch gegenseitig noch auswirken, dass jetzt noch eine Person weiter in hier drinnen wohnen kann. Aber da ich ja hier böse bin, mache ich klatsch die alle ganz total nebeneinander. Und das macht die unglaublich unzufrieden. You don't say. Sind die im Rand schon böse? Ihr könnt ja, auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Hier drin, bewegt eure Hand über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Besonders hier drin in der Mitte sind die so unglaublich mies gelaunt. Leeren, schüttelt einfach eure Hand. Nein, ich will das nicht machen. Hier, soll ich ihn mal auf den Kopf schmeißen? Ja. Ich baue doch nicht mit meiner Hand mit. Wer bin ich denn? Netter Gott? Gebäude drehen. Ah ja. Aktionstaste gedrückt halten. Was ist hier? Weiter zwischen Straßen. Jo. Ach, jetzt muss ich das auch noch machen. Puh. Jo. Ich bekehre ja übrigens nur Frauen zu irgendwas, weil ich, seht ihr den Holzstapel? Möchte, dass ich, sobald die Armee hier dran kommt, das Armee-Tutorial, dass ich möglichst viele Männer zur Verfügung habe. Bekehrter Baumeister. Übrig. Naja. Ach doch, da. Na gut, machen wir noch eine. Noch eine Baumeisterin. Sieht man auch, wie schnell die bauen. Auch wenn sie zu viert sind.